Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir haben ja schon gelernt, dass wir, wenn wir eine Tiefbohrung machen, diese von der Außenwelt isolieren, indem wir in das Bohrloch ein Stahlrohr einbauen. Und dieses Stahlrohr erzeugt im Bohrloch einen Ringraum. Hier ist er gut zu sehen, der ist nicht besonders breit. Und dieser Ringraum wird mit Zement aufgefüllt. Und die Frage, die wir heute behandeln wollen, ist, wie können wir sicherstellen, dass unsere Tiefbohrung wirklich dicht ist und keine Gefahr für die Umwelt darstellt. Also zum Beispiel wollen wir keinen rissigen Zement oder irgendwelchen losen Zement, der in diesem Ringraum herumpoltert. Ja, und um festzustellen, ob die Bohrung wirklich dicht ist, haben sich die Ingenieure eine ganze Menge Sachen ausgedacht. Zum einen wird der Einbau der Rohre und auch das Verpumpen des Zementes von erprobten Fachfirmen durchgeführt. Die machen im Prinzip nichts anderes und da kann man davon ausgehen, dass sie das gut können. Ja, aber dann will man auch wissen, ob wirklich der gesamte Ringraum mit Zement gefüllt ist, ob der Zement überall hingekommen ist. Und um das festzustellen, gibt es eine relativ einfache Methode. Zement, der abbindet, gibt Wärme ab. Es ist eine exotherme Reaktion. Wir haben hier im Vorfeld der Sendung mal einen Zement angemischt und der hatte genau 21,3 Grad Celsius. Und wenn ich jetzt diesen Zement, der hier immer noch im Rührer steckt, mal messe, dann müsste der ein bisschen wärmer geworden sein. Und tatsächlich sehen wir hier schon sehr deutlich, dass der ein paar Grad wärmer geworden ist. Und diesen Effekt kann man nutzen, indem man in das Bohrloch einfach einen Temperaturfühler einfährt und man vermisst das ganze Bohrloch von oben nach unten. Und überall, wo es warm ist, ist Zement hinter dem Rohr und wo es kalt geblieben ist, da ist kein Zement hingekommen. Das ist also schon mal eine gute Messung. Dann will man aber auch wissen, ob der Zement fest an dem Rohr anbindet und auch an dem umgebenden Gestein. Und das kann man durch eine akustische Messung feststellen. Wenn ich hier an die Tafel klopfe zum Beispiel, hören wir schon, dass dahinter Luft ist. Das klingt also hohl, während hier die Wand sich ganz anders anhört und der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass das dann eben eine massive Wand ist. Ne? Also diese akustischen Messverfahren, die fahren auch die Bohrung ab und messen gewissermaßen die Schalllaufzeit, also den Klang, den wir haben, und befinden, ob der Zement anbindet am Gestein und am Rohr oder nicht. Ja, und dann wollen wir auch noch wissen, ob der Zement stabil ist, ne? Ob der die Festigkeitsanforderungen erfüllt. Und dazu nehmen die Ingenieure während des Verpumpens des Zement eine Probe. Und diese Probe wird in einem Labor in einen Behälter gepackt. Und in diesem Behälter wird dieselbe Temperatur und derselbe Druck eingestellt, wie es im Bohrloch der Fall ist. Und die Probe, die da drin entsteht, wird anschließend untersucht und auf ihre Festigkeit hin überprüft. Und wenn die Probe gut ist, geht man davon aus, dass der Zement im Bohrloch auch gut geworden ist. Ja, und ganz zum Schluss kommt die entscheidende Frage, ob das Bohrloch wirklich dicht ist. Und zu diesem Zweck haben wir uns noch ein kleines Experiment aufgebaut. Wir haben hier zwei Bohrlöcher. Eins ist ein bisschen undicht und eins ist dicht. Ja, und der Test läuft folgendermaßen ab. Wir schließen oben an der Oberfläche das Bohrloch durch den Blowout-Preventer und pumpen ganz vorsichtig ein bisschen Spülung rein, sodass wir einen Überdruck im Bohrloch haben. Und den Überdruck erzeuge ich jetzt, indem ich hier diese Klammer aufmache. Dann kann die Luft aus dem Luftballon hier in das Bohrloch reingehen. Und wir sehen, dass dieser Handschuh seine Form behält. Das heißt, das Bohrloch ist offensichtlich dicht. Und hier in diesem Bohrloch, wenn ich jetzt die Klammer hier öffne, dann fließt die Luft aus dem Handschuh in das Bohrloch. Und wenn wir ein bisschen warten, sehen wir, dass der Handschuh langsam, aber sicher ein bisschen kleiner wird. Oder eben nicht. Doch. Jetzt wird der Handschuh ganz langsam ein bisschen kleiner
Zumindest stellen wir uns das so vor. Und das zeigt eben, dass das Bohrloch undicht ist und repariert werden muss. Ja, und wer das ganz genau wissen will, der kommt zu unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!